Liebe Krippenfreunde, herzlich willkommen zu einer Online-Führung zu den Krippen in der Düsseldorfer Innenstadt. Ein Krippengang gehört für viele Menschen zu Weihnachten dazu. Krippen stellen die Geburt Jesu Christi in einem Stall in Bethlehem dar. Und sie haben eine sehr alte Tradition. Oftmals wird der heilige Franziskus als Vater der Krippen angesehen, da er bereits 1223 eine Weihnachtskrippe baute. Ich hoffe, Sie haben viel Freude an unseren liebevoll gestalteten Krippen. Nehmen Sie teil an der großen Weihnachtsfreude, die da lautet: Heute ist euch in der Stadt Bethlehem der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine von Gott gesegnete Weihnachtszeit. Die Krippe der Andreaskirche. Schön, dass Sie dem Stern gefolgt sind. Der Weihnachtsfestkreis beinhaltet zwei wichtige Feste: die Geburt des Jesukindes, Weihnachten, und das Fest der Epiphanie, Erscheinung des Herrn, volkstümlich als Heilige Drei Könige gefeiert. In der Krippe vereinigen sich drei Epiphanien. Gott kommt zur Welt in der Person des Kindes. Die Welt kommt zu Gott in Gestalt der Hirten und der Könige. Und die alte Zeit begegnet der neuen Zeit. Bis zum Zweiten Weltkrieg fand eine alte Krippe ihren Platz anstelle des großen Bildes am Hochaltar. Sie war aus Terrakotta und im Stil der Nazarener des 19. Jahrhunderts gestaltet. 1973, mit dem Einzug der Dominikaner, kam die heute zu sehende Krippe im rechten Seitenschiff vor dem Christusaltar in die Altstadt. Die Klosterkirche in der Herzogstraße war ausgebombt und die große Krippe vernichtet. Der Dominikanerbruder Adolf Guttenbacher war ein begabter Holzbildhauer und fertigte neue Krippenfiguren aus Holz. Möglicherweise nutzte er dafür Köpfe und Gliedmaßen der zerstörten Heiligenfiguren der Klosterkirche. Später kam Pater Wolfgang Rönz dazu und gemeinsam gestalteten sie die Krippe neu, mit Leidenschaft. Wir blicken auf einen großen Stall aus Holz und Ziegelsteinen im Fachwerk. Links an der Futterkrippe sind Ochs und Esel und im Zentrum die Heilige Familie. Auf der rechten Seite sind Säge und Werkzeug zu finden, die auf den Beruf des Zimmermanns hinweisen. Szenisch befinden wir uns in einem Tannenwald. Hier wirkt Josef jung und kraftvoll, der fürsorglich und liebevoll seine Hand auf Marias Schulter legt. Beide betrachten das göttliche Kind, das auf Stroh und in Windeln gewickelt in einer Wiege liegt. Viele Tiere sind zu finden. Nicht nur die Schafe, die noch aus der alten Hochaltarkrippe stammen. Haben Sie die Igel, den Eichelhäher und das Käuzchen entdeckt? Und die Katze und die Hasen? Gemeindemitglieder haben sie teilweise geschenkt oder geliehen. Bei den Hasen denkt man rasch an Ostern. Kein Ostern ohne Weihnachten. Die vier Hirten sind sehr unterschiedlich betreffend Alter, Haltung, Ausdruck, Kopfbedeckung und Kleidung gestaltet. Sie tragen wärmende und rustikale Kleidung aus Stoffen, die von Mitgliedern der damaligen Gemeinde stammten und getragen waren. Beachtlich die harmonische Kombination der Materialien. Die Gabenbringer, so nennt man die Hirten im Alpenraum, sie bringen dem Kind ihre Geschenke und sie werden vom Kinde beschenkt. Die Weisen aus dem Morgenland erscheinen, nachdem sie dem ungewöhnlichen Stern gefolgt sind und endlich den Stall von Bethlehem erreicht haben. Sie haben sich auf den Weg gemacht, um den neuen Herrscher ihre Aufwartung zu machen. Sie sind als drei Könige bekannt und sie tragen die Namen Kaspar, Melchior, Balthasar. Verschiedene Quellen berichten, dass sie drei Erdteile, Europa, Afrika, Asien, repräsentieren. Auch drei Lebensalter, wie Jugend, Reife und Alter.
Ihre Huldigung des göttlichen Kindes wird als Zeichen für Jesus Christus als König der Welt gedeutet. So bestehen die Geschenke Weihrauch, Myrrhe, Gold, die Gaben für einen Gottkönig. Keine praktischen Geschenke für die heilige Familie, die in dieser besonderen Situation nützlich gewesen wären. Pater Rönz hat sämtliche Kleider entworfen und mit viel Liebe angefertigt. Wie individuell prachtvoll. Thank you.